Schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Colonel Knight Stadion beim EC Bad Nauheim zur Partie des EC Bad Nauheim gegen den ESV Kaufbeuren. Mein Name ist Marius Franke und ich darf Sie hier heute Abend recht herzlich begrüßen und durch die Partie begleiten. Der Achte hat den Fünften zu Gast. Es ist schon eine Art Topspiel. Es geht jetzt langsam um die Pre-Playoffs und um die Playoff-Plätze. Kaufbeuren will sicherlich das nicht mehr hergeben unter den Top 6. Und Bad Nauheim, die wollen noch mal so ein bisschen dran schnuppern. Vielleicht dann sogar doch noch die Playoff-Plätze glatt zu machen. Der Kameramann shakert noch ein bisschen mit. Brandt, ganz stark. Das ist eine flüssige Bewegung bei Marcel Brandt. Kolb. Wie sagt Andreas Ortwein, der Geschäftsführer, hier so schön? Ah, dicke Chance jetzt! Und das Tor! Ganz starke Einzelleistung, über die rechte Seite durchgetankt von Jiri Laksonen. Und dann Felix Pick einmal umkurvt, keine Chance. Und für Laksonen das 11. Saisontor. McNamee, wieder Krestan. Livingston. Und dann wieder ein Foul. Diesmal Blomqvist mit dem Schläger im Gesicht da. Von, ich kann es leider nicht erkennen. Das ist Marcel Brandt, der gefühlt ja an jeder Situation beteiligt ist. Brandt mit einer guten Bewegung. Ist. Wieder auf Brand. Knapp vorbei. Nachschuss drin. Cody Silvester. Ja, da prallt die Scheibe glücklich für die Bad Nauheimer vors Tor. Und da steht er, der Goldhelm. Cody Silvester. Und macht seine 26. Bude. Eiskalt erwischt. Die Allgäuer. Carrevara mit dem Querpass nochmal. Wenn der ankommt, steht es 2-1. Laksonen war es mit dem Pass, pardon. Carrevara, Laksonen. Carrevara, schwer zu halten für Big. Und Oppolzer, der Ex-Teufel, trifft im Nachschuss. Und das Powerplay-Tor für die Gäste. Ah, die nutzen gleich ihr erstes Überzahlspiel. Bad Nauheim hat 3 ausgelassen in Drittel 1. Der Schlagschuss von der Blauen, der flattert. Richtig schwer für Big. Kasten ganz einfach da. Die Scheibe verteidigt. Wurden gut aufgepasst. Aber der passt dann zu ungenau. Better von der Bank kommt, jetzt mit Energie. Und die Chance! Livingston schaltet am schnellsten und macht das Ding rein. Und wie bitter für Kaufbeuren. Die haben hier alles im Griff. Und Livingston wühlt die Scheibe ins Netz. Und nach dem Wie fragt morgen keiner mehr. Rausgespielt ist anders. Und alles wieder offen. Keiner ist hin, sagen die Parteiischen. Sind die Fans hier anders. Erk. Boah, der Pass mit viel Glück kommt er da durch. So Ropent. Und das Tor!
Tor durch Frosch. Ja, Wahnsinn. Spiel gedreht. Innerhalb von wenigen Sekunden. Es war ein gebrauchter Abend von Dusan Frosch. Und mit einem Schuss wendet sich das Blatt. Und Bad Nauheim führt mit 3-2. Und Kaufbeuren muss sich hier vorkommen wie im falschen Film. Und Reimer. Immer noch Reimer. Und Feiß. Chance für Ketter. Und Tor! Der rutscht Stefan Feiß durch. Und der Kapitän macht das 4-2. Und gute 6,5 Minuten vor Schluss ist das mindestens die Vorentscheidung. Und das ist es dann auch schon. Und Niederberger, der ist schnell. Leon Niederberger, Tor! Und jetzt ist die Frage, war der Stock zu hoch? Der Unparteiische sagt kein Tor. Wegen hohen Stocks. Aber es wird den Videobeweis geben. Aber die erste Entscheidung vom Unparteiischen ist kein Tor. Und wenn die jetzt klar widerlegt wird auf dem Videobeweis, Ravensburg, die sind heute spielfrei, die bleiben bei 71. Also, da bleibt es eng. Kassel bleibt ja auch bei 78. Auch die kommen nicht wirklich weg, hätten sich heute von Kaufbeuren ein Stück weit entfernen können. Und kein Tor, die Entscheidung der Unparteiischen, sie haben es gesehen. Beim Stand von 2-4 und Feiß nochmal gegen McNamee und gegen Livingston. Silvester, Chance nochmal für McNamee, wie geht hier denn rein? Ein unfassbares Tor. Das muss ich mir noch 2-3 Mal zu Hause anschauen. Ich glaube, er trifft ihn 2-mal. Er schießt, trifft die Scheibe nicht richtig und trifft sie dann nochmal mit der Kelle. Und dann taumelt sie da in die Kiste von Feiß hinein. 22 Sekunden vor Schluss. Und da muss er einfach nur den Kopf schütteln, Mike McNamee. Da geht's. Über 2 Drittel lang gar nichts bei Bad Nauheim, beziehungsweise wenig. Und ganz zum Schluss fällt sogar so ein Ei ins Nest. Und dann sieht es am Ende mit 5-2 sogar ziemlich deutlich aus. Und das war es hier aber überhaupt nicht. Das wollen wir nochmal festhalten. Wie ich schon beim 2-2 sagte, morgen interessiert das keinen Mensch mehr, wie dieses Spiel gewonnen wurde, was für Tore gefallen sind. Kasten nochmal, kein Problem für Big. Der lässt die letzten Sekunden runterlaufen und das sind 3 ganz wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs für den EC Bad Nauheim. 5-2 der Sieg, dank eines letzten Drittels, wo sie sich dann aus dem Nichts in einen absoluten Rausch gespielt haben.